ich bin Nathanael von Bike24 und wir sind heute mit Schwalbe unterwegs. Das hat einen ganz besonderen Grund, denn Schwalbe ist auf dem Weg mit dem neuen Pro One Reifen ganz weit nach vorne im Performance-Bereich. Und dazu habe ich den Peter von Schwalbe mit dabei. Grüß dich. Hallo. Hi. Du bist Produktmanager für Road und Gravel. Genau, also richtig. Sozusagen Experte eigentlich für das Thema Reifen bei Schwalbe. Das ist richtig, genau. Gerade im Rennradbereich und da ist ja der neue Reifen ja genau richtig angesiedelt. Wie habt ihr es geschafft, da jetzt sozusagen nochmal eine Schippe draufzulegen? Also es gab für uns erstmal das Ziel, dass wir so das Gefühl von Tubular und Tubeless-Reifen annähernd gleich machen wollen, weil wir immer das Problem hatten, dass halt unsere Profiteams immer noch sagten, die Suppless von so einem Tubular-Reifen ist dem Tubeless-Reifen immer noch überlegen. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir da vorgehen, und das beinhaltete dann, dass wir einen komplett neuen Aufbau an dem Reifen vorgenommen haben. Das heißt nicht nur die Gummimischung, sondern tatsächlich die komplette Karkasse, die ganze Konstruktion des Reifens ist komplett neu überarbeitet worden, was uns dann wiederum auch die Möglichkeit gab, auch was die Haltbarkeit angeht, also den Pannenschutz als auch die Laufleistung nach oben zu heben. Das heißt, das sind jetzt ja eigentlich genau die Fakten, die ein Rennradfahrer genau will. Ja. Ist das jetzt auf Kosten des Gewichts dann passiert? Nee, gar nicht. Also wir konnten den Reifen tatsächlich noch um 10 Gramm leichter machen, aber das war nicht unser Hauptziel, weil wir waren eigentlich mit dem alten Proband, was das Gewicht anging, eigentlich auf einem sehr guten Level. Also da lagen wir bei 255 Gramm. Jetzt liegen wir mit der 25er Version bei 245 Gramm, was nochmal eine Ersparnis von 10 Gramm ist. Aber das war, wie gesagt, nicht das oberste Ziel, was wir damit erreichen wollten. Ne? Den Reifen gibt es in mehreren Versionen, also nicht nur Tubeless, sondern... Richtig. Den gibt es genauso noch als Tube-Type-Version, was es ja damals nicht gab. Wir hatten zwar den One, der eigentlich auch als Evolution, also als High-Level-Reifen galt, aber halt nicht in der Pro-One-Liga mitgespielt hat. Und das haben wir jetzt nochmal angeglichen für halt Leute, die etwas konservativer sind und noch nicht Tubeless aufgeschlossen genug sind, haben wir den halt noch in die Range mit aufgenommen als Schlauchversion dann. Erzähl doch mal, wie habt ihr es geschafft, jetzt sozusagen halt einmal Gewicht einzusparen? Du hast gesagt, Haltbarkeit nach vorne gebracht, der Abrieb, so die ganzen Punkte, da muss sich ja was verändert haben. Ja. So wie die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Tatsächlich so einfach war es nicht. Wir konnten also durch die Konstruktion, die wir jetzt haben, unter der Lauffläche die Karkassenlagen um eine reduzieren. Das heißt, der Reifen wird dadurch viel, viel fluffiger, was wir jetzt auch bezeichnen als Suppless. Also das ist doch das, was du sofort auf der Straße merkst, also diese Connection direkt zur Straße, dadurch eine bessere Traktion. Und durch diese Konstruktion hat es sich halt ergeben, dass auch der Rollwiderstand dadurch nochmal optimiert wurde. Das gab uns dann wiederum die Möglichkeiten, einen richtigen Vectrangard einzubauen, der normalerweise rollwiderstandsnegativ wirkt. Wie lang war der Entwicklungsprozess? Für den Reifen speziell haben wir eigentlich 2016 direkt nach der Einführung des neuen Proban angefangen, weiter zu basteln. Und ja, 3 Jahre haben wir jetzt ganz gut damit verbracht, den Reifen auch auf Herz und Nieren zu prüfen. Wobei das ja auch nicht das Einzige war. Also wir haben eigentlich unsere komplette Fertigung dementsprechend auch angepasst. Das heißt, die ganzen Aufbaumaschinen, Mixing, Extruder, Schneidmaschinen, also alles ist überarbeitet worden und auch neu angeschafft worden. Also da wurde richtig auch Geld in die Hand genommen, um die Produktion dann dementsprechend auch gut darstellen zu können. Das ist auch ein Grund, warum es auch mit so lange gedauert hat dann irgendwo. Ne? Ja, ich habe es heute ja schon richtig live erlebt. Also der Reifen, der rollt. Und wenn ich das vergleiche mit den Reifen, die ich bei mir zu Hause drauf habe, dachte ich gleich mal, wow, krass, hier, ich komme viel schneller aus dem Stand raus. Also wenn ich da einmal reintrete, wie ist da einmal die Laufleistung? Und gibt es irgendwelche Messwerte, die belegen quasi, dass es wirklich tatsächlich jetzt besser ist? Ja, also gerade was Rollwiderstand angeht, ist natürlich messbar, logisch. Von 14,6 den alten zu 11,5 den neuen Reifen. Also das ist schon eine ganze Ecke, die wir da nochmal runterfallen konnten. Ne? Was die Laufleistung angeht, wie gesagt, ist es nicht zulasten des Pannenschutzes als auch nicht der Laufleistung. Also das ist immer das ganz Wichtige, was ich unbedingt anbringen möchte. Aber da haben wir immer unsere Schwierigkeiten auch gehabt, dass wir teilweise der Reifen zu schnell verschlissen ist oder stammt auch sehr stark an der Kritik. Nein, die Laufleistung haben wir erhöht, dadurch, dass wir halt die Lauffläche an sich auch wieder dicker gemacht haben. Also bei dem alten Reifen Proban waren es 1,2 mm Dicke und jetzt haben wir es bis auf 1,5 angehoben. Also das sind nochmal 0,3 mm mehr. Und da garantieren wir eigentlich eine Laufleistung dann auch zwischen, je nach Gewicht natürlich, muss man immer sehen, Fahrergewicht. Und dann liegt die Laufleistung so zwischen 3.000 bis 5.000 Kilometer. Ne? Die kann man schon ganz gut damit realisieren, am Hinterrad ne? gemessen. Vorderrad natürlich dementsprechend. Und das bei allen drei Tubeless, ne? Das spielt keine Rolle. Also das ist bei allen gleich gemacht worden. Ne? Peter, sag nochmal kurz, für wen ist der Reifen oder sind die drei verschiedenen Reifen, die jetzt rauskommen, für wen sind die gedacht? Also den Schwalbe Proban sehe ich ganz klar, wie es der Name ja schon verrät, eigentlich Pro, also wirklich oberstes Level.
für den, der wirklich Competition fährt oder ja auch Samstag, Sonntags in seiner Trainingsgruppe da echt das Letzte aus sich noch rauskitzeln will, um da auch die Competition mit bestehen zu können. Und ja, das ist eigentlich, wo ich den Reifen oben angesiedelt sehe. Darunter sehe ich dann den One, den wir ja auch neu aufgelegt haben jetzt, eigentlich der Former Pro One, was die Konstruktion angeht. Den haben wir dann nur noch mal verstärkt mit einer Pannenschutzeinlage und halt mit einem sehr griffigen Compound. Also, dass man da sagen kann, das ist eigentlich unser kompletter Allrounder. Also der Reifen, den, ich sag mal, jeder fahren kann. Egal, ob er zur Arbeit pendelt oder ob er sein Training absolviert, ob er ein Rennen fährt. Also das ist eigentlich so das für jeden, ja, eigentlich die optimale Waffe dann. Ne? Auch was den Pannenschutz angeht und die Luftdichtigkeit, ist schon dann auf einem sehr hohen Level. Ne? Und dann noch Nummer 3, der TT. Ja. Der TT, ja, der ist wirklich an Leute gerichtet, die, wie ich schon gesagt, letzte Quäntchen aus sich hoch rausholen möchten und nicht unbedingt auf den letzten Pannenschutz achten, oder, sondern wirklich das Letzte aus sich rausholen. Also wirklich Triathleten, die ambitioniert rangehen, Zeitfahren, Teams natürlich, da sehe ich den Reifen angesiedelt. Also es ist wirklich kein Reifen jetzt für jedermann, der am Wochenende seine Runden dreht, über schlecht gereinigte Straßen, würde ich eher von abraten. Ne? Also das ist einfach mal zu zeigen, was ist eigentlich machbar, und das haben wir mit dem Reifen, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Uns wurde bestätigt, dass es jetzt wohl der schnellste und leichteste Tubeless-Reifen ist, den es überhaupt momentan auf dem Markt gibt. Was ist, wenn mir auf der Strecke sozusagen halt doch tatsächlich was passiert und der Reifen nicht mehr dicht ist? Ja. Ja, im Endeffekt genauso. Also wenn die Milch tatsächlich dann nicht mehr funktioniert, Schnitt über 3 mm ist eigentlich die Milch an ihrem Ende angelangt. Das schafft ihr auch nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Dann habe ich aber immer die Möglichkeit, einen ganz normalen Schlauch einzuziehen. Genau wie bei der Faltreifenversion. Also es ist nicht mehr schwerer, was vielleicht noch überall in den Köpfen drinsteckt. Oh, wenn ich jetzt einen Tubeless-Reifen demontiere, da breche ich mir die Finger. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, ist es tatsächlich nicht mehr. Dadurch, dass wir die Konstruktion so einfach gestalten konnten, ohne zusätzliche Lage von innen, also was den Durchmesser an sich kleiner macht, ist es uns dann halt gelungen, den Reifen genauso aufzubauen wie den Tube-Type-Reifen auch. Ne? Du hast viel von dem Material, von dem Component gesprochen. Was bedeutet das Addix Multi-Component? Ja, das ist bei dem Pro One Addix Race heißt das. Das ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung aus unserem Mountainbike-Bereich, wo wir vor 2 Jahren das neue Compound eingeführt haben. Ist jetzt spezialisiert auf Race, also auf den Rennradreifen. Das heißt, wir haben auf der Mittellaufstreifen ein sehr haltbares und schnell laufendes Compound und auf der Seitenwand ein sehr griffiges Compound, was dir echt erlaubt, richtig stark in den Kurven reinzuhalten. Hast du vielleicht heute auch gemerkt. Also das ist ja nicht irgendwo, wo man dann irgendwann mal denkt, boah, jetzt bricht mir der Reifen aus oder so. Also ich bin selber noch nicht in die Lage gekommen. Ne? Bei unserer One-Linie haben wir auch, nennt sich das Compound Addix. Das ist halt, wie ich schon sagte, ein sehr griffiges Compound, jetzt nicht auf den letzten Rollwiderstandswatt rausgekitzelt, sondern eher dann 100% Haltbarkeit und wirklich 100% Grip, dass ich das Ding auch genauso gut im Herbst fahren kann, Winter fahren kann, dass ich immer weiß, ich kann mich drauf verlassen auf den Reifen. Es gibt natürlich die 3 Versionen in unterschiedlichen Breiten. Für welche Felgentyp? Den Pro One TLE haben wir nur noch als 25, 28 und 30 mm Version. Da haben wir uns schon von der 23 mm verabschiedet, weil das nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Bei dem Tube-Type sind wir immer noch bei dem 23 mm geblieben, weil wir gesagt haben, den alten Bestandsmarkt an Felgen müssen wir auch noch abdecken können. Auch die alten Räder, die halt nicht diesen Freilauf haben, was Bremse und Rahmen angeht. Da bleiben wir noch bei der 23 Version. Ansonsten eigentlich komplett 25, 28, 30. Da sehen wir auch die Zukunft. Was vielleicht an der Stelle noch ganz wichtig ist, wir haben die Reifen an die neuen Standard angepasst, beziehungsweise wir haben den Standard eigentlich kreiert vor 2 Jahren, wie wir mit dem Reifen, mit der Konstruktion angefangen haben, dass wir gesagt haben, unter 19C braucht man eigentlich die Breiten nicht mehr messen. Also das heißt, unsere Reifen, ob der 23, 25 oder 28 oder als auch der 30er, ist auf einer 19C-Felge dann tatsächlich auch diese Maße, die auf dem Reifen angegeben werden. Wenn wir jetzt nochmal kurz in die Zukunft schauen, du hast gerade gesagt, es wird wahrscheinlich auf die breiteren Felgen und Reifen hinauslaufen. Mhm. Ist das so auch eure Marschrichtung zu sagen, das wollt ihr pushen, da fokussieren wir uns hin? Definitiv. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, desto breiter die Felge wird und auch der Reifen desto breiter wird, habe ich natürlich mehr Komfort und mehr Volumen im Reifen. Das heißt, der Pannenschutz, Durchschlag wird besser, der Rollwiderstand optimiert sich und auch die Kurvenlage von einer breiten Felge, wenn ich da einen breiteren Reifen draufziehe, ist natürlich besser, weil der Reifen nicht mehr so auf der Felge hin und her schwimmt oder wippt dann auch. Ne? Also das merkt man schon im Wiegetritt. Wenn ich eine 30er Reifen auf eine 21C-Felge baue, ist das schon eine sehr komfortable Vorrichtung, was wirklich diesen Wiegetritt oder halt auch Cornering-Grip angeht. Ne? Das ist schon das Optimale.
Ja, danke Peter für nicht zu lange. Die ganzen Infos. Ja. Ich bin gespannt, wie der Reifen bei uns, bei den Kunden dann sozusagen letztendlich auch ankommt. Ja. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, schreibt die unten in die Kommentare. Ich werde mich jetzt auch nochmal aufs Rad schwingen. Es ist einfach wunderschön, den Reifen zu fahren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Alles klar. Mach's gut. Ciao.